Schalömchen und herzlich willkommen zu meinem 15. Mini-Let's Play in Automobilista 2 Beta. Und da ich in den letzten beiden Videos mein Sprüchlein vergessen habe zu sagen, möchte ich es euch heute viel eindrucksvoller als sonst präsentieren. Nämlich so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine Beta-Version des Spiels Automobilista 2 handelt, welche noch nicht den vollen Funktionsumfang der Release-Version darstellt, die am 31. März 2020 rauskommen wird. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bitte abonnieren Sie diesen Kanal, aktivieren die Glocke, lassen Like da und schreiben Sie einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Haben Sie vielen Dank, viel Spaß beim Video. Obwohl ich es eigentlich doof finde, am Anfang vom Video um Like zu bitten, denn man hat ja das Video noch gar nicht gesehen, also kann man sich noch gar kein Bild gemacht haben. Versteht ihr? Also, egal. Und, kaufen Sie die Tassen von Alistair McKinley im McKinley Shop. 15 Euro das Stück. Oder ein wunderbar geschwungenes Glas, welches an die Form eines Phallus, erinnert. Sagt man das so? Die neuen Guinness-Gläser, als die rauskamen, die hatten eine merkwürdige Form, wie ich finde, als wenn man die in der Hand hält. Aber gut, das gehört hier nicht zur Sache. Wie im letzten Video, in den letzten paar Sekunden noch erwähnt oder in den letzten Minuten erwähnt, möchte ich ein kleines Rennen mit euch fahren und zwar in der Käferklasse von Automobilista 2 Beta, der Coppa Fusca, wieder auf Curvelo Long. Ich habe mich ein bisschen in die Strecke verliebt, weil sie so kurvenreich ist und es macht bestimmt Spaß hier mit der KI zu fahren. Ich habe noch nichts getestet, ich habe jetzt einfach mal so eingestellt, wie ich denke, dass es ein interessantes Rennen werden könnte, so wie mit den Ultimas auch, das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Zu Beginn des Rennens soll es regnen und danach soll es immer weiter aufheitern. Ich hoffe, dass man dann guten Eindruck bekommt, wie die Strecke abtrocknet und was die KI in solchen Situationen macht. Ich bin extra Single-Class-mäßig unterwegs, dass wir keine weiteren Einflüsse haben durch eben die Multi-Class, dass da andere Fahrzeuglassen irgendeinen Schabernack machen. Wir fahren sieben Runden haben sich so eingebürgert für ein YouTube-Video. Das dürften dann so 15-20 Minuten werden. Für das Video und das ist immer eine ganz gute Länge. Alle Videos, die länger gehen, werden eh nicht so geguckt. Also ich mache das selber ja auch, ich springe ja auch durch Videos durch. Man kann sich ja nicht von jedem YouTuber alle Videos in voller Länge angucken, dann hätte man kein eigenes Leben mehr. Also alles cool, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch dieses Gelabere überspringt und einfach ins Rennen geht oder in die Wiederholung auch, weil euch die Sounds von außen interessieren. Alles gut, habt kein Problem damit. Beim Date, also beim Datum, muss man hier auf Default Date gehen, sonst werden die Daten der Strecke nicht wirklich übernommen. Also dann kann es sein, dass man die Höhendaten von einer anderen Strecke hat, aus Peru beispielsweise. Ich weiß nicht, ob eine Strecke aus Peru dabei ist, aber dann hätte man eine andere Luftdichte beispielsweise und auch eine andere Motorleistung und so würde man natürlich nicht sehr echt unterwegs sein in dieser wunderbaren Simulation. Das Custom Date funktioniert noch nicht, man kann sich nicht selber ein Datum raussuchen, aber das Current Date funktioniert, da hat man dann den Verlauf der Sonne. Aber wie gesagt, dann kann es sein, dass irgendwelche Daten nicht richtig übernommen werden. Ich gehe hier auf Default Date, das wurde von Renato von Razer Studios so empfohlen und daran halte ich mich auch. Ja, Startzeit 7 Uhr, ich möchte wieder von der Morgensonne gekitzelt werden, die Zeitbeschleunigung habe ich deaktiviert und wir fahren mit einem rollenden Start. Das finde ich ganz cool, hat am Anfang, als ich Automobilista 2 Beta zum ersten Mal gespielt habe, nicht funktioniert, es war das totale Chaos und gestern oder wann ich mal alleine unterwegs war, hat es ganz gut geklappt, deswegen möchte ich euch das jetzt einfach mal zeigen, wie das hier im Spiel umgesetzt wird. Die Gegner sind auf 105 eingestellt, 50% Aggressivität. Ich habe es im letzten Video schon gesagt oder im vorletzten. Ich habe den Fehler gemacht, immer die Aggressivität auf 100 gestellt zu haben. Empfohlen wird aber von Renato, das Ganze auf 50 zu stellen. Ja, und ich habe es ja gerade gesagt, wir fahren in derselben Klasse, also nur mit den Käfern. Und ich starte von ganz hinten und hoffe, dass ich bei dieser Stärke hier das Feld einholen kann. Vor allem im Regen am Anfang. Naja, wir werden sehen. Was habe ich hier noch zu sagen? Hier habe ich eigentlich nichts zu sagen. Ich habe die Track Cutting Penalties deaktiviert, weil die mir in Project Cars 2 auch gehörig auf den Zeiger gingen. So, wir gucken uns einen wunderschönen Ladebildschirm an und erfreuen uns an der Szenerie. Muss kurz durchatmen. Ist immer anstrengend, so viel zu reden. Ich nehme diesen Teil des Videos nehme ich jetzt zum, boah, ich glaube 50. Mal auf. Vor allem deswegen, weil dieser Spruch nie wirklich geklappt hat. Deswegen konnte ich den jetzt auch so schnell sagen am Anfang. Alles eine Frage der Übung.
oder Wiederholung. Wir haben vorne auf dem ersten Startplatz Brains 2, dann Perfect 2. Ich lese jetzt nicht alle vor, ja, aber irgendwo ganz hinten müssten wir sein. Da bei den eher düsteren Gestalten. So, man muss sich gleich bereit machen, denn jetzt geht's gleich richtig ab. Also ich bin jetzt schon auf dem Gas, hab das Lenkrad in der Hand, mit der linken Hand und mit der rechten bewege ich die Maus und Achtung, fertig, los! Boah. So, Scheibenwischer geht, auch wenn er nicht geht. Oh, die Tropfen. Sie fließen an der Scheibe entlang. So, ich habe keine Ahnung, wann ich bremsen muss. Ich gucke einfach auf die KI da vorne. Jetzt hätte ich beinahe meinen Motor kaputt gemacht. Kann ich hier außen an euch vorbei? Darf ich das? Hallo? Ah, wunderschön, die tiefstehende Sonne. So, jetzt waren wir zu dritt nebeneinander, oder? Kann das sein? Die Seitenspiegel sind ein bisschen klein hier im Käfer. Geht, 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 geht. Und außen vorbei. Nein, nein, nein. Da ist er. Der ist noch da. Der gibt nicht auf. Geilo. In anderen Spielen ist oft so, dass die KI dann aufgibt. Sehr schön. Gib alles. Ah, oh, nee. Ist die langgezogene rechts? Jetzt haben wir ein bisschen Abstand. Ich sehe ihn im Rückspiegel. Geilo. So muss es sein. Fett. Ah, schade. Jetzt ist er ein bisschen weg. Nein, ich wollte ihn eigentlich nicht anboxen, aber der ist dann nochmal vom Gas gegangen, um die Kurve zu erwischen. So, jetzt meine Lieblingspassage hier, diese Schikane durch die Senke. Großzügig abgekürzt. Okay, das reicht nicht mehr. So, jetzt die Doppel-Links. Darf ich das? In echt würde er mich nicht sehen. Geil, ich musste genau wie die KI auch die Bremse antippen. Fantastisch. Und wenn ich ganz durchdrücke, dann habe ich blockierende Räder. Ich fahre ja ohne Fahrhilfen und die Dinge hätten sowieso keine. So, mal gucken, was der Windschatten macht. Windschatten wurde auch nochmal überarbeitet. Im letzten Update. Ah, reicht aber nicht. Jetzt merke ich was, also jetzt komme ich näher gerade. Aber das wird für die Kurve zu eng, glaube ich. Oh, schon wieder zu hoch. Von den Drehzahlen. Jawohl, Gangster Move. Aber bringt nichts, oder? Doch. Er hat es nicht ausgenutzt. Ich habe durch den Slide habe ich total Drehzahl verloren und dann keine Power mehr gehabt. Da habe ich eigentlich gedacht, jetzt schlüpft er an der Innenseite wieder vorbei, der Käferkollege. Das war zu spät gebremst, aber dann driften wir einfach. Boah, hier ist die KI schneller als ich. Langgezogen rechts. Boah. Komm, Käfer. Entschuldigung. Ich lasse es sicher auf. Ich drifte nicht so viel rum. Das macht so Bock. Also man kann ihn so berechenbar um die Kurven werfen, den Käfer. Das gefällt mir.
Achso, wieder der Hinweis, hinter mir liegt ein kleines schlafendes Kind auf einem Bett. Wenn es aufwacht, muss ich Pause drücken und dann mache ich aber weiter, wenn das Kind wieder versorgt ist. Leider bin ich alleine zu Hause. Das heißt, ich kann niemanden rufen, der mir dann hilft und das Kind abnimmt. Oh oh. Okay, ich warte, bis ich auf der Zielgeraden bin wieder. Dann muss ich Pause machen. Tut mir leid. Aber im letzten Video ist mit den Ultimas hat es ganz gut geklappt. Also nicht im letzten Video, aber in dem Video mit den Ultimas. Bin gleich wieder da. Tschüss. So, jetzt ist eine gute Stelle. So, da bin ich wieder. War klug von mir. Muss ich mich selber mal kurz loben. Für euch sind jetzt, weiß nicht, nicht mal eine Sekunde vorbei. Ich werde das Video so schneiden, dass für euch ein Frame vielleicht vergangen sein wird. Für mich ist jetzt eine halbe Stunde vergangen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder hier reinversetzen. Also wir fahren mit dem Käfer. Wir sind auf Curvelo Long. Okay, alles klar. Vierter Gang ist noch eingelegt, sehr gut. Dann drücken wir mal Resume, ich gehe mal aufs Gas, war gerade auf der Kupplung drauf, das wäre fatal gewesen. Und Achtung, fertig, los! Oh nein! Ach, vielleicht weil ich die Kupplung getrappt habe vorher. Getreten, Entschuldigung. Aber Benjamin Blümchen findet treten nicht so ein gutes Wort. Uah, Gottes Willen, ich bin voll rausgekommen. Ich finde es so geil, wie diese Käfer, wie die hängen, also wie die sich so zur Seite neigen. Und jetzt durch die lange Pause kommt es mir so vor, als ob die Strecke voll abgetrocknet wäre. Sehr merkwürdig. Okay, die Drifterei bringt gar nichts. Die KI geht voll ab und hinter mir kommen sie schon wieder. Boah, der ist ja voll dicht dran. Wo kommt der nur her? Ah, nee. Nein. Nein, nein, nein. Ah, doof. Stecke ich hier fest. Oh, Mann. Ja, das tut mir jetzt leid, aber... Ja, nach 30 Minuten Pause ist halt doof. Wenn man dann das Rennen wieder aufnimmt. Jetzt bin ich auf Platz Elend und voll weit hinten dran und es sind noch... Nee, wir starten nochmal von vorne. Jetzt bin ich erst in der dritten Runde gewesen. Kommt, oder? Ihr seid mir nicht böse, wenn ich das mache. So, starten wir nochmal neu. Nee, weil sonst... Das wäre jetzt sinnlos, da noch weitere 5 Runden zu fahren. Ich bin ja schon allein auf der Strecke gewesen. Restart Session. Und dann hier gleich aufs Gas drauf. Scheibenwischer an wieder. So, okay, gut. Ja, das war jetzt irgendwie merkwürdig und ich hatte schon ein bisschen Angst um meinen PC, weil der jetzt die ganze Zeit da im Menü auf sehr hohen Frames lief. Uah. So, jetzt mache ich es so wie vorher. Oder auch nicht. Oh, nee. Okay, nochmal neu. Tut mir echt leid. So, dann fahre ich jetzt einfach gechillt hinter denen her. Und dann machen wir das so. Schön, wie die Scheiben da im Wind nach hinten getrieben werden, wie in Project Cars 2. Jetzt, ohne Witz, ich fange jetzt noch einmal an. Das gibt's doch nicht. Wenn ich alleine fahre, fange ich übrigens sehr oft neu an. Also, wäre ich immer, ich will so das perfekte Rennen fahren. Das war jetzt auch wieder merkwürdig. Ich habe nichts anders gemacht als vorher.
Aber naja, jetzt mag mich das Spiel nicht mehr, weil ich so oft neu gestartet habe. Also ich bremse jetzt früher und dann gehe ich nicht wieder von der Bremse runter. Ich bin gerade dann nochmal von der Bremse, ich habe die nochmal gelöst. Weil ich gedacht habe, ja, ich bin ja weit genug weg. So, und jetzt bleibe ich hinter denen und fahre dann ein richtiges Rennen. Und überhole nicht außen, so. Der macht's cool, der in der Gulf-Lackierung. Der überholt sie einfach außen. Uah. Der wusste, dass wir da sind, krass. Ich hoffe, ihr hört es, wie das Getriebe und der Motor dann so runtergehen vom Sound her. Geht. Wo ist er? Oh, nee. Vorher doch auch, oder? An der Stelle. Das war verboten. In der Kurve bremsen ist nie gut. Vor allem nicht, wenn der Motor hinten ist. Ihr habt nichts gesehen. Nein! Zu wenig Schwung mitgenommen. Bei Matrix hat er damals gesagt, there is no spoon. There are no drag limits. So, muss man darauf übertragen, hier auf die Situation. Wo bremse ich? Ich übertreibe es ein bisschen mit dem Zwischengas, aber nur ein bisschen. Geht es jetzt hier? Nee, geht nicht. Aber ich kann hier nicht in den zweiten Gang runter. Da dreht er hohl. Boah, aber diese Dinger sind geil. Das macht so Bock, mit denen zu fahren. Und die KI hier macht's auch gut. Ach so, ja, die fahren da einen größeren Bogen. Geht eigentlich schon. Ja, ich weiß, sagt nichts, war einfach kläglich. Ich wollte den späten Scheitelpunkt setzen. Aber hab dann gedacht, ich korrigiere jetzt nicht, sondern lass einfach so laufen, dass wir den Schwung mitnehmen noch. Oh, hier ist die KI schwächer als ich. Sehr gut. Komm, 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 komm. Go, 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 go! Der ist innen, ich spüre ihn. Jetzt hat er nachgegeben. Und wieder innen vorbei? Ah, nee, ihm gehört die Kurve. Auf jeden Fall sieht man jetzt schon, wie sich eine Ideallinie herausgebildet hat und die Strecke trocken wird. Ah, einfach toll.
Na, das war nicht ganz koscher. Gott, wie toll die KI hier raus beschleunigen kann. Okay, ich habe mich vorher, als wir noch im Hauptmenü waren, vor 10 Stunden oder wann das war, habe ich mich doch ein bisschen getäuscht. Ah, jetzt habe ich mich nicht getraut, später zu bremsen. Hoppsala. Bisschen Kontakt ist okay. Ich habe ja im Hauptmenü gesagt, ja, 7 Runden, das sind dann immer so 15 Minuten Rennen oder so. Klar, ich habe jetzt ein paar Mal neu gestartet, aber mir kommt es irgendwie viel länger vor. Jetzt sind wir in der dritten Runde. Ja. Warum ist die KI hier so viel schneller als ich? Ich weiß, ich drifte unnötig rum. Aber dass es so viel ausmacht, dass der jetzt wieder so weit weg ist. Schon krass. Nein, ich wollte es hier eigentlich laufen lassen und den großen Bogen fahren. Nein! Oh Gott! Ja! Alter Verwalter, ey! Oh nein! Der Körper war glitschig! Ich hatte voll Untersteuern plötzlich, also meine Vorderräder sind dann über den Körper so drüber gerutscht. So krass! Oh, das war jetzt so wie die KI. Und wie schon im Ultima-Video auch gesagt, das sind die geilsten Rennen so. Man muss fighten, um ranzukommen und hat dann aber Probleme vorbeizuziehen. Nein, 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 ich blockiere. Habe ich den jetzt abgeschossen? Ich glaube schon. Es tut mir leid für den Schwarzen, aber... ich konnte nichts mehr machen. Die Räder waren einfach todes am Blockieren. Das bringt doch nichts, die Drifterei. Also ich rede mit mir selber. Awesome, geil. Das finde ich natürlich schon cool. Das motiviert mich. Ich will nicht driften. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. An den Weißen müsste ich doch eigentlich rankommen, oder? Also das Auto fühlt sich auf jeden Fall jetzt anders an, so als ob irgendwas mit den Reifen los wäre. Komm, komm, komm. Nein, das bringt nichts, wie vorher auch schon.
Aber am Ende von der Geraden vielleicht. The slipstream is strong in you. Ach komm schon, das war doch nicht berührt. Also ich habe so vom, jetzt ohne Witz, also von der Abmessung unseres Fahrzeugs habe ich gedacht, dass es passt, dass ich ihn nicht anbumse. Ich wollte ihn eigentlich, nicht anbumsen. Find Käferbumsen nicht so gut. Da, der fährt eine saubere Linie, aber der hängt richtig krass runter nach rechts. Auf was hatte ich jetzt die KI? 105 war es, gell? Krass. Also da sind jetzt nochmal 15 drinnen. 15 Stärken. Ach übrigens, ich darf euch darauf hinweisen, dass ich an seinem Arsch bin. So hat Spotty gerade gesagt. Ja, ich weiß, doof. Ich weiß, war doof. Aber jetzt ist mittlerweile schon 23:30. Mein Gehirn setzt langsam aus. Wo ist denn der jetzt hin? Der hat jetzt klein beigegeben. Geht, komm. Und jetzt wieder innen vorbei wie vorher. Komm, 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 Käfer. Ah, nee, hat nicht geklappt. Nein. Nein, 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 nein. Zu früh am Gas gewesen. Nein, jetzt musste ich nochmal runter. Oh, Schwung ist so wichtig. So, jetzt ist jetzt noch eine Runde oder zwei. Die siebte Runde zählt extra, glaube ich, wie immer. In Assetto Corsa ist so, dass die... Also wenn da sieben... Nein, nein, nein. Sieben von sieben steht, ist man die siebte schon gefahren. Was ich ein bisschen komisch finde. Ja, und der hinten ist der, der weiße ist da jetzt wieder. Der ist nicht so weit weg. Oh, oh, oh. Gott. Ich habe total blockiert. Ich habe jetzt ganz sachte gebremst, so wie die letzten Runden auch oder die letzten Kurven über. Und einfach blockiert. Also die Räder haben blockiert. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll vor lauter Aufregung. So, aber jetzt kommt mein starker Sektor. Den hole ich mir zurück. Den Platz. Krass, das finde ich jetzt echt mies, also gut mies, weil dann wird ja auch simuliert, also bei den Bremsen, dass die dann zumachen, obwohl man sie nur antippt. Nein, das war doof. Komm, 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 komm. So müssen Rennen aussehen in der Coppa Fusca. Die Käferklasse. Geht, 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 geht. Oh. Ja,
aber die KI ist auch viel zu stark für mich. Da darf ich ja ein bisschen rumrempeln. Nee, ist natürlich unentschuldbar. So, jetzt sind wir auf der finalen Runde. It's the final lap. Oh, oh, oh. Nein, wie dumm ich bin. Da kommt er angeschlichen hier. Also nicht geschlichen, angerauscht. Ich sehe ihn im Rückspiegel. Da war er. Er hat angeklopft. Aber jetzt wurde er vom Schwarzen geschlotzt. Zu Recht. Hat sich aber den Platz wieder geholt, ja. Uah, jetzt kommt er aber bedrohlich nahe. So, heute probieren wir das nochmal mit der Wiederholung dann vom Rennen. Ich gehe einfach, gleich nach dem Rennen ins Pausenmenü und gehe dann zurück in die Box. Vielleicht lag das in dem Ultima-Rennen daran, dass ich nicht in der Box war, in dem Stellplatz drin. Und deswegen hat es die Wiederholung irgendwie nicht laden können. Keine Ahnung, wie das läuft. Nein, 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 auf den nassen Stellen. Das wäre mal geil, in solchen Dingern in echt zu fahren. Nicht zu viel PS, einfach ein leichtes Rennauto. Ich weiß nicht, was haben die, 120 PS oder so? Gott, ich hab's noch mal geschafft. Boah. Ich hab echt gedacht, jetzt dreht's mich raus und der holt mich dann. Also der Weiße. Jetzt gehen die Bremsen übrigens wieder besser. Also vorher schon in der letzten Runde. Krass, echt gut. Sieht uns gar nicht, wie ich unboxe. Also ich kann diese Kombination nur empfehlen. Das ist echt nicht einfach. Weil der Fusca halt so eine eigene Fahrweise hat. Das Heck kommt gerne und dann gehen einfach die Drehzahlen so dermaßen in den Keller. Ich meine, ihr habt es ja gesehen an meinem Fahrstil. So darf man den Fusca nicht fahren. Man muss den ein bisschen anders fahren. Also eher so, dass man das Gas hält, so wie der, wie heißt es, Formula V? V! Ja, aber die KI hat jetzt echt einen guten Job gemacht hier. Es gibt auch fertige Rennspiele, da macht die das noch nicht so gut. Achso, wollte ich eigentlich nicht in den Pausenbildschirm gehen. Also die Cooldown-Lab eigentlich überspringen. Moment, mal gucken, was passiert. Restart Session, nee. Kann man eben nicht, okay, nee.
Ach, ja, und jetzt war wieder das. Der dritte Gang war noch eingelegt. Ich gehe aber in die Pause und dann sind wir im Leerlauf. Das hat mich ja auch vorher ein bisschen überrascht. Okay, jetzt ist unsere Box wieder belegt. Schön. Da hinten ist sie aber. Sie leuchtet zumindest mal auf. Das heißt, wir können reinfahren. Und dann werden wir weggebeamt. Das finde ich gut, weil dann müsste es mit der Wiederholung auch klappen. Juhu! Schaut gut aus. Da sind zwei Jungs ineinander. Jawohl, jetzt müsste man die Wiederholung haben. Ja, geilo! 20 Minuten Wiederholung. Wollt ihr alles angucken oder nicht? Sollen wir in die Screenshot-Kamera wechseln? Nein, ich mach's nicht. Ich glaube, manche von euch regt es echt auf. Wenn ich selber meine Videos angucke, denke ich mir auch, nein, warum hast du denn da so rumgedrückt die ganze Zeit? Ah. Okay, das habe ich jetzt vorher nicht gesehen, dass die KI solche Schlenker macht. Sieht noch ein bisschen komisch aus. Scheint die erste Runde Krankheit zu sein. Das haben viele Spiele. Ich sage das ja immer wieder, R-Factor 2 ist so ein Beispiel, da darf man einfach keinen Quick Race machen. Also man kann nicht einfach ein Rennen machen, hier was weiß ich, die GTE-Klasse laden, Rennen machen, darf man nicht, geht nicht. Weil die KI einfach nicht damit klarkommt. Die KI braucht eine Trainingssession und am besten noch eine Qualifikation. Sonst fährt die Stuss zusammen. Und das war jetzt hier ein Quick Race, aber hier braucht die KI eben auch so eine Runde, bis die gut funktioniert. Weil das am Anfang war schon ein bisschen merkwürdig gerade. Das ist so geil. Und jetzt haben wir einfach Automobilista 1 mit Project Cars 2 Grafik und Wettersystem. So gut. So gut. Ich hoffe, dass echt noch die Speedtrap kommt für die Formula Truck. Also dass halt die Spezifikation einzelner Rennserien doch wie in Automobilista 1 ins Spiel gebracht werden. Das wäre gut. Oder Full Course Yellow, also dass in der Mitte des Rennens das Feld zusammengezogen wird, weil dann ein Safety Car rauskommt, wollte ich schon sagen, rauskommt. Ja, sowas finde ich halt geil. Ich finde es so mächtig, wie diese Dinger sich in die Kurve legen. So gut. Da hebt er fast das Bein. Rechts vorne. Süß. Na, keine Berührung. Ach, das ist der Kellnor. Kennt er den? Von Assetto Corsa. Macht immer geile Screenshots. Kellnor 34. Oh mein Gott. Ich war mit der 88. Oh, shit. Das habe ich nicht gewusst. Ich will diese Nummer nicht. Nein. Ja, aber jetzt dieser braune mit dem Rot, der Käfer oder schwarz oder was das sein soll für eine Farbe, der neigt sich doch viel mehr als wir. Das heißt, er ist doch weicher abgestimmt. Ah, die KI darf also das Setup benutzen und wir nicht. Ah, schon fies. So, ich lasse euch noch mit der Runde hier alleine und dann ist das Video vorbei. Ich sage jetzt aber tschüss, dass ich noch die Sounds ein bisschen aufdrehen kann. Ich hoffe, in der Runde bin ich nicht ganz kläglich gefahren. Ich weiß es nicht mehr. Also, macht's gut und vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.